Liebe Bürgerinnen und Bürger von Traunreuth, liebe Freundinnen und Freunde der AfD, liebe Gäste, ich muss leider noch einmal feststellen, dass wir in einem Land leben, in dem es anscheinend keine Demokratie mehr gibt. Unsere Kundgebung hier ist nämlich angemeldet. Unsere Kundgebung hier ist legal. Es hat auch eine legale angemeldete Gegenkundgebung gegeben heute Mittag. Aber was wir da hinten sehen, die arbeitsscheuen Störer sind hier dabei, auf illegale Art und Weise unser grundgesetzlich verbrieftes Demokratierecht zu stören. Raus! Geht nach Hause! Ein bisschen höher. Einige von euch kennen mich bereits und ich möchte eine Antwort auf die Frage geben, wer ist denn dieser Hans-Jörg Müller? Für was stehe ich und was bewegt mich? Ich bin im Grunde jemand, der immer einen zielführenden, kompromissbereiten Weg, einen Mittelweg zur Lösung sucht. Und das ist schade, dass solche Leute da hinten uns das nicht erlauben wollen. Und es gibt Leute, die sagen, der Müller sei ein Hardliner, weil ich mir erlaube, die Missstände in unserem Land anzuprangern und klar anzusprechen. Dann gibt es wieder die anderen, die behaupten, der Müller, das ist ein Warmduscher, der könne noch ein bisschen mehr draufhauen. Also ihr seht, den richtigen Mittelweg zu finden, ist nicht einfach. So, und jetzt passt Mikro auch. So wie Sie bin ich in der Alternative für Deutschland und im AfD-Mittelstandsforum engagiert, weil ich etwas verändern möchte. Weil ich etwas verändern möchte zum Positiven für unser Land, für uns alle, gemeinsam mit euch. Weil es ist uns doch klar, dass was momentan in unserem Land passiert, dass es so nicht mehr weitergehen kann, wenn ich wieder die Hirnlosen da hinten sehe, auch nicht mehr so weitergehen darf. Und genauso wenig wie ihr kann ich das vorgebetete Gewäsch "Wir schaffen das" nicht mehr hören. Warum? Weil wir im Unterschied zu denen da hinten ja noch denken können. Weil wir wissen, dass wir es nicht schaffen können in dieser Situation. Und wenn ich überlege, noch vor einem Jahr haben wir Konzerte besucht, haben wir Volksfeste besucht. Ich bedanke mich bei der Polizei, dass sie inzwischen die illegalen Demonstranten abdrängt. Danke euch. Geht nach Hause! Aber ich möchte noch zurückkommen zum gerade begonnenen Gedanken. Vor einem Jahr sind wir einfach auf Konzerte gegangen. Vor einem Jahr sind wir auf Volksfeste gegangen. Vor einem Jahr konnten wir noch ins Freibad gehen, ohne uns irgendwelche Gedanken machen zu müssen, ob nicht jemand mit einer Machete, mit einer Axt oder noch Schlimmeren auf uns zuspringt und uns absticht, bloß weil er sich von Frau Merkel eingeladen fühlt. Und die Frage ist das normal? Ist es wirklich normal in unserem Leben hier in Traunreuth, in Bayern und in Deutschland, dass wir uns nicht mehr normal erholen können? Für mich ist das nicht normal. Nehmen wir mal das Blatt ab, ja? Und jetzt bringe ich mal ein Zitat Anfang. Ich lese das vor, Wort für Wort, gut aufpassen. Gebt ihnen kein Asyl. Es sind nichts weiter als Kriminelle jeder Art und Schmarotzer, die Häuser und Geld haben wollen und dennoch Straftaten begehen, weil sie nichts anderes können. Zitat Ende. Und jetzt bitte ich unsere Freunde hinten von der Antifa ganz gut zuzuhören. Dieses Zitat stammt nicht von mir.
Es stammt auch von keinem Funktionsträger oder von keinem Mitglied der Alternative für Deutschland. Dieses Zitat stammt von Muhammadu Buhari, dem nigerianischen Staatspräsidenten, der das über seine eigenen Landsleute sagt, die in Massen nach Deutschland strömen, um Asyl zu beantragen. Das heißt, liebe Freunde von der Antifa da hinten, eure Behauptungen, hier wären irgendwelche Braunen oder Faschisten am Werk, ihr habt zugehört, das sagt bitte dem nigerianischen Staatspräsidenten, aber nicht uns. Wo stehen wir eigentlich in der heutigen Situation? Haben wir eigentlich Frieden? Wir sind ja hier, das ist in unserer Ankündigung der Demonstration, wir sind hier für den Frieden. Frage, haben wir Frieden? Nein. Es werden sogar zwei Arten an Krieg momentan provoziert. Erstens, ein schrecklicher Krieg zwischen West und Ost, womöglich geführt mit Atomwaffen. Und der zweite Krieg, der momentan provoziert wird, das ist ein Bürgerkrieg innerhalb Deutschlands und Europas, der auch nicht weniger schrecklich sein wird. Und jetzt möchte ich die Frage stellen, und ich möchte die Frage wieder euch stellen, da hinten von der Antifa. Kein normaler Mensch möchte doch Krieg. Und ich gehe davon aus, dass ihr auch keinen Krieg wollt, so wie ich keinen Krieg möchte und so wie die Alternative für Deutschland auch keinen Krieg möchte. Die Frage ist eine andere. Es gibt Menschen, die das Geld und die Macht haben, über Krieg und Frieden zu entscheiden. Und da möchte ich die Frage stellen, ob diese Mächtigen noch normal sind, weil sie diese Kriege provozieren. Und zwar auf unserem Rücken, auf dem gemeinsamen Rücken von uns Bürgern, von der Antifa, von allen Menschen, die in diesem Lande leben. Und jetzt stelle ich Fragen, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Erste Frage, hat sich der Warschauer Pakt an die Grenze der USA ausgedehnt oder hat sich die NATO an die Grenze Russlands ausgedehnt? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, hat Russland einen antiamerikanischen Putsch in Mexiko initiiert und in Mexiko ein antiamerikanisches Marionettenregime installiert oder war es andersrum? Haben vor 2 Jahren die Ukraine mit 5 Milliarden US-Dollar finanziert, das ist nachgewiesen, den demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten Janukowitsch gestürzt und anschließend ein antirussisches Marionettensystem in der Ukraine installiert? Was ist denn nun die richtige Antwort auf diese Fragen? Und die nächste Frage ist natürlich, spielt sich Russland als Weltpolizist auf und bombt ein Land nach dem anderen in die Steinzeit zurück? Oder sind das die USA, die getreu ihrer Geschichte seit 250 Jahren das fortsetzen, was sie mit den Indianern begonnen haben? In Serbien, im Irak, in Libyen und in Syrien, ich erspare Ihnen jetzt weiter diese Blutspur zu beschreiben. Und das Schlimme ist, dass die USA, die NATO, die laut Vertragstext als Verteidigungsbündnis konzipiert ist. Das Schlimme ist, dass die NATO inzwischen von den USA missbraucht wird zur Durchsetzung ihres Ziels der Weltherrschaft. Und was total gegen den NATO-Vertrag verstößt, ist, dass wir Belgier, wir Holländer, wir Polen, wir Tschechen, wir Franzosen und natürlich auch wir Deutschen, die wir nach NATO-Vertrag gleichberechtigte Mitglieder sein sollen, von den USA wie die letzten Vasallen behandelt werden, wie im finstersten Mittelalter. Ich halte das für völlig unmöglich. Und die Antwort auf meine Frage ist damit klar. Der Osten verhält sich defensiv. Er macht von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch, müssen wir aber auch ehrlicherweise dort sagen, ich kenne meine russischen Freunde ganz gut, wenn sie zurückschlagen, übertreiben sie manchmal etwas,
aber es ändert nichts an der Tatsache, dass der Westen sich aggressiv verhält und dass der Westen der Angreifer ist, gerade wieder mal in der Ukraine und auf der Krim dieser Tage. Und ich halte es für unverantwortlich von der westlichen Führungsmacht, dass sie hier am Dritten Weltkrieg zündelt, bei dem wir alle draufgehen, wir alle, auch die Freunde von der Antifa. Und jetzt wäre es die Aufgabe der deutschen Politiker, dieser Kriegstreiberei Einhalt zu gebieten. Weil wo wird denn das Schlachtfeld sein? Weit weg in Texas oder hier bei uns im schönen Bayern? Und warum tun die Politiker der CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne, Einheitspartei nichts gegen diesen kriegstreiberischen Irrsinn? Die Antwort ist doch klar. Weil sie keine deutschen Interessen vertreten, sondern die Interessen der Amerikaner. Und was wir brauchen, ist eine neue Friedensbewegung für Deutschland und für die Welt. Und jetzt möchte ich ganz offen, ich sage es jetzt wirklich ohne Ironie, ich möchte jetzt ganz offen die Freunde der Antifa, die da hinten stehen, einladen, an dieser Friedensbewegung mitzuwirken. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn es um den Frieden geht, sollten alle Menschen zusammenarbeiten, auch wenn sie von politischen Überzeugungen voneinander getrennt sind. Wir brauchen eine neue Friedensbewegung für Deutschland und die Welt. Wir brauchen eine Friedensbewegung, welche die aktuellen Aggressionen des Westens gegen den Osten beendet. Wir brauchen eine Friedensbewegung, die Russland einbindet und nicht ausgrenzt. Das ist das Erste. Und wir brauchen eine Friedensbewegung, die mit den Vereinigungen aller friedensliebenden Menschen auch in den NATO-Staaten zusammenarbeitet. Das können ja nur noch regimekritische Bewegungen sein, nachdem das Regime sich hier entschieden hat, für den Krieg zu trommeln. Und so wie die Kriegstreiber international vernetzt sind, müssen es auch wir schaffen, als Friedensbewegung Alternative für Deutschland mit den Friedensbewegungen in allen anderen Ländern international sehr gut vernetzt zusammenzuarbeiten. Und hier möchte ich habe drei Kernbotschaften des heutigen Tages. Und das möchte ich hier die erste Kernbotschaft loswerden. Wir alle, die Alternative für Deutschland, hat die historische Chance, nach 30 Jahren als erneute, als zweite, als bessere, als richtige Friedensbewegung der Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte einzugehen. Für mich ist die AfD die wahre Friedensbewegung. Und warum engagiere ich mich als Mann der Wirtschaft? Ich bin ja Vertreter der Wirtschaft, ich bin ja kein Politiker. Warum engagiere ich mich für den Frieden und für die Einbindung Russlands? Weil es für mich logisch normal ist, das zu tun. Der erste Grund ist, Unternehmen benötigen immer friedliche Rahmenbedingungen, um wirtschaften zu können. Kein Unternehmer braucht Krieg, mit Ausnahme natürlich der Waffenindustrie. Und der Frieden ist auch eminent wichtig, dass das Geld, das wir über unsere wirtschaftliche Tätigkeit verdienen, dieses Geld soll der Erhaltung und Erhöhung unseres Wohlstandes zugutekommen. Das ist nicht möglich im Krieg, das ist nur möglich im Frieden. Und das Geld, das wir erwirtschaften für unseren Wohlstand, das kommt von uns allen zusammen, von uns Arbeitern, von uns Angestellten, von Freiberuflern, von Unternehmern, von Landwirten und von Beamten. Wir als AfD, wir verteidigen die Rechte der Leistungsträger dieser Gesellschaft, egal zu welcher Gruppe sie gehören. Und die Frage lautet, warum ich gegen die Russland-Sanktionen bin, ganz einfach. A, die kosten ein Schweinegeld, die kosten 30 Milliarden Euro pro Jahr. Und sie kosten eine 500.000 Arbeitsplätze in Deutschland, alleine in Deutschland, in Europa sind es über 2 Millionen. Und diese Arbeitsplätze, die gehen mehrheitlich wieder verloren im Mittelstand, dessen Interessen ich hier vertrete und nicht in den Konzernen, weil 2 von 3 Arbeitnehmern in Deutschland in mittelständischen Unternehmen beschäftigt sind.
Und auch unsere Milchbauern, das sind die letzten Verteidiger der Erhaltung unserer ökologischen Landwirtschaft hier in unserem schönen Bayern. Die müssen gerade reihenweise Konkurs anmelden, weil ihnen der russische Markt weggebrochen ist. Aufgrund einer vom Westen irrsinnigen, selbstzerstörerischen, antirussischen Sanktionspolitik. So, komme ich zum zweiten Thema des heutigen Tages. Das zweite Thema aufgrund unserer Demo-Ankündigung heißt innere Sicherheit. Es ist die wichtigste Aufgabe eines jeden Staates, seinen Bürgern zu garantieren, dass sie ohne Angst vor Überfällen und Vergewaltigung auf die Straße gehen können. Und da bin ich schon bei der zweiten Kernbotschaft des heutigen Tages. Sicherheit von Leib und Leben sind Menschenrechte. Das ist ganz wichtig. Damit ist auch die innere Sicherheit ein Menschenrecht. Und für dieses Menschenrecht kämpft anscheinend nur noch die Alternative für Deutschland. Und unsere eigenen Menschenrechte werden uns inzwischen von den sogenannten deutschen Politikern vorenthalten. Da haben ja auch schon die Vorredner darüber gesprochen. Sie holen Millionen von Migranten ins Land, ohne zu überprüfen, wer davon zu Terroranschlägen neigt, denen wir als Bürger danach zum Opfer fallen können. Aber die Politiker betrifft es ja nicht. Sie haben ja Leibwächter, bezahlt von unseren Steuergeldern, von denen sie sich beschützen lassen. Und was ist mit unseren Volksfesten, mit unseren Traditionen, mit unseren Trachtenfesten? Dürfen wir sie bald nicht mehr feiern, weil sich muslimische Zuwanderer von unverschleiernden Dirneln, Schweinshaxe und Bier bedroht fühlen? Oder geht die Selbstunterwerfung unter den aggressiven Islam so weit, dass wir uns nicht mehr trauen, eigene Traditionen zu vertreten? Der harte Kern der Zuwanderer will aber noch mehr. Es reicht denen nicht, dass es keine unverschleiernden Dirndl mehr gibt. Denen reicht auch nicht, dass wir uns noch trauen, Schweinshaxe zu essen und Bier zu trinken. Die wollen mehr. Ich rede bewusst vom harten Kern der Zuwanderer. Auch da wieder eine ganz klare Botschaft von uns. Im Unterschied zu den Hetzern von der linken Seite können wir von der AfD differenzieren. Wir sagen nicht die Zuwanderer, wie die zu uns immer sagen, die angeblich bösen Rechten. Wir können differenzieren, wir können unterscheiden, wer wer ist. Und deswegen rede ich jetzt bewusst vom harten Kern der Zuwanderer. Ich rede nicht von allen Zuwanderern. Und der harte Kern der Zuwanderer möchte ein Deutschland haben, in dem es keine Deutschen mehr gibt. Das sagen die doch offen. Geht in die Mediathek des Bayerischen Rundfunks und schaut euch den Fernsehbericht an des Bayerischen Rundfunks, in dem sich muslimische Zuwanderer sehr zuversichtlich äußern, dass es in Regensburg bald keine Deutschen, sondern nur noch, gut zuhören, bald nur noch Menschen geben soll, anstatt von Deutschen. Wobei mit Menschen ja nur sie sich selbst, die Moslems, meinen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Uns Einheimischen werden von Migranten die Menschenrechte abgesprochen, auf eigenem Grund und Boden. So, und jetzt möchte ich doch nochmal wieder in den Dialog eintreten mit unseren Freunden von hinten hinter der Polizeiabsperrung. Was sagen denn dazu? Ich möchte schon eure Meinung hören, dass wir hier abgeschafft werden von denen, die ihr reinholt. Ja? Was sagen denn die Ortsgruppen des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der SPD, der Grünen Jugend und anderer Vereinigungen, die auf dem Narrenschiff namens Utopia, von dem schon Franz Josef Strauß gesprochen hat, komplette Realitätsverweigerung betreiben. Diese Realitätsverweigerer,
bezeichnen Ihre heutige Kundgebung gegen uns als angeblich bunt und hetzen gegen uns, die AfD, als angeblich braun, weil wir was tun, weil wir Menschenrechte nicht nur für Zuwanderer, sondern auch für Einheimische einfordern. Langt euch mal ans Hirn, die Linken hetzen gegen uns, gegen die AfD, weil wir für die Menschenrechte eintreten. Dämlicher geht's nimmer. Geht nach Hause! Geht nach Hause! Und ich habe noch eine Botschaft da hinten, ihr Gutmenschen. Lest doch einfach mal die Schriften der islamischen Ideologie. Lest doch einfach mal den Koran und die Hadithen. In den beiden Schriften, im Koran und den Hadithen, wird klar formuliert, dass Andersgläubige wie Christen und Juden, dass wir nur als sogenannte Dhimmi, als minderwertige Menschen von den Moslems maximal geduldet werden, wenn wir nicht gleich um die Ecke gebracht werden. Aber ihr müsst das natürlich lesen können da hinten, um den Koran und die Hadithen auch lesen zu können. Ich spendiere euch einen Lesekurs, das ist es mir wert. Und dann werdet ihr selber nachlesen können. Unterwerfung sogenannter Ungläubiger, Töten der Ungläubigen, wenn sie sich nicht unterwerfen lassen. Und die Ausbreitung des Islam, das ist der Auftrag für jeden strenggläubigen Moslem, der seine Religion ernst nimmt. Und ich sage noch einmal bewusst dazu, das betrifft den harten Kern der Zuwanderer. Es betrifft nicht alle. So, und warum schweigen jetzt die sogenannten deutschen Politiker über diese tödliche Gefahr, der wir gemeinsam ausgesetzt sind? Wir Deutsche und Europäer, Christen, Juden, Buddhisten, alle die, die keine Moslems sind. Warum brechen unsere Politiker den geleisteten Eid, dass sie uns Bürger und unser Land schützen? Okay, alles klar. Warum holen sie immer mehr muslimische Migranten ins Land, die natürlich versuchen, ihre Ideologie bei uns durchzusetzen, solange man sie lässt? Ich möchte zitieren den früheren Chef des Geheimdienstes CIA, der Amerikaner, Michael Hayden. Der prognostiziert den Bürgerkrieg für Deutschland und Europa um das Jahr 2020 herum. Das sind gerade noch 3 bis 4 Jahre. Und er begründet das, der CIA-Chef begründet das damit, wenn die Sozialleistungen nicht mehr ausreichen werden, um die Zuwanderer ruhig zu stellen. Frage: Von wem kommt denn das Geld für diese Sozialleistungen? Haben das unsere Politiker, die es freigebig verschleudern, selbst verdient? Oder ist es wieder von uns allen gemeinsam zusammen erarbeitet worden? Von uns Arbeitern, Angestellten, Freiberuflern, Unternehmern und Landwirten? Das ist doch die Frage. Und weil ich natürlich weiß, mit welchen Methoden gearbeitet wird, weil ich natürlich weiß, diese Rede kommt ja auch auf YouTube, weil ich weiß, wie mir das Wort im Munde rumgedreht werden wird, indem man gewisse Dinge ausschneidet und nicht sendet, um meine Aussagen in einem falschen Licht erscheinen zu lassen, möchte ich noch einmal bewusst sagen, dass wir wissen, dass nicht alle Zuwanderer Moslems sind. Klar. Und wir wissen auch, dass nicht alle Moslems, die zuwandern, radikal sind. Klar, das wissen wir auch. Und es gibt natürlich, und diese Botschaft möchte ich ganz bewusst auch über Traunreuth, über Bayern nach Deutschland ins Volk tragen. Es gibt natürlich hervorragend integrierte Muslime in der Bundesrepublik Deutschland, die als loyale Staatsbürger zu uns und unserem Volk stehen. Und für mich sind diese loyalen Muslime genauso gleichberechtigte Brüder und Schwestern wie ihr auch. Und das ist klar, dass die AfD das ganz klar nach außen kommuniziert. Das Problem ist die Minderheit der Zugewanderten, die sich so verhält, wie ich es oben gerade beschrieben habe. Und ich sage es nochmal, lest den Islam in seinem Original. Er ist auch eine Religion, das ist richtig. Aber er ist nicht nur eine Religion. Er ist leider, und da beziehe ich mich auch fast schon auf Papst Benedikt XVI., der es ein bisschen anders formuliert hat.
aber von der klaren Aussage auch in diese Richtung geht. Der Islam ist eher eine Ideologie, denn eine Religion, die ein sehr menschenverachtendes Menschenbild vor sich herträgt. Jetzt möchte ich mal fragen, ist der Peter Ramsauer da? Hat jemand den Peter Ramsauer gesehen? Wer ist Dr. Peter Ramsauer? Der ist der Direktkandidat für unseren Wahlkreis hier. Der besteht aus zwei Landkreisen, Traunstein und Berchtesgadener Land. Warum ich ihn frage, ob er heute hier ist, das hat einen ganz klaren Grund. Weil bei der letzten Bundestagswahl hat er von den Plakaten huldvoll auf uns herabgelächelt. Peter Ramsauer, einer von uns. Da muss ich fragen, Herr Ramsauer, wenn Sie wirklich einer von uns wären, dann würden Sie sich heute schützend vor uns, vor das Volk stellen, wenn wir solchen Gefahren ausgesetzt sind. Und warum tun die Herren Ramsauer und sein Chef Seehofer, warum tun die nur so, als stünden sie auf unserer Seite? Sie reden ja viel, aber tun gar nichts. In Wirklichkeit lassen sie uns Bewohner alleine, die von ihnen, die von der Politik verursachte Suppe selber auszulöffeln. Wir wissen schon, auszulöffeln von unserem Geld, das wir sauer haben verdienen müssen, nicht von denen ihrem Geld, das tun sie nicht. Und ich möchte drei ganz konkrete Beispiele bringen, wie wir gerade beim Auslöffeln hier in der Region alleine gelassen werden. Viele oder die meisten Flüchtlingslager bestehen aus großen Hallen ohne Privatsphäre, in denen die Insassen keine Perspektiven haben. Und es ist natürlich klar, stell mal vor, wir wären in so einer Turnhalle drin, würden wir auch den Lagerkoller bekommen. Aber das Interessante ist jetzt, dass die sozialen Spannungen auf den Betreuern abgeladen werden. Sie werden abgeladen auf unseren Gutmeinenden, die es wirklich von echter Seele gut hermeinenden Deutschen, die dort den Flüchtlingen helfen wollen. Und besonders schlechte Karten in der Betreuung haben unsere Frauen, weil die als Betreuer gar nicht anerkannt sind im Islam und sie sind täglich sexuellen Übergriffen ausgesetzt. Das ist eine ganz klare Tatsache, wie wir momentan hier alleingelassen werden. Und kommen wir zur nächsten Tatsache. In Feldkirchen-Westerham, hier um die Ecke, und in Bad Aibling betteln Scharen Clans. Es sind Familienclans von Sinti und Roma. Und was machen sie, wenn ihnen Essen gebracht wird, weil es unsere Betreuer wieder gut meinen? Auch da gibt es Tatsachen und Zeugenberichte darüber. Sie werfen den Betreuern das Essen vor die Füße. Nein, sie werfen es ihnen nicht vor die Füße. Sie schmeißen es ihnen mit Verachtung vor die Füße, weil sie Geld wollen. Geld vom Betteln. Und das ist auch thematisiert worden, dieses Thema, durch unseren Franz Bergmüller im Stadtrat von Bad Aibling. Und wie ist die Aussage im Stadtrat von Bad Aibling? Verstehen tun's auch die von der Einheitspartei, dass das eigentlich nicht in Ordnung geht. Aber sie trauen sich nicht, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Aus Angst vor den Racheakten der Familienclans, der Sinti und Roma. Also Leute, das ist die Kapitulation des Rechtsstaates vor der Gewalt. Wo leben wir denn? Und auch erst vor ein paar Tagen passiert, wenn ein Deutscher einmal falsch parkt, bekommt er die ganze Härte des Gesetzes zu spüren. Kürzlich hat ein 22-jähriger Asylbewerber offen im Zug onaniert. Das war seine 189. Straftat. Und der Typ läuft immer noch frei rum. So, liebe Zuhörer, jetzt kommen wir zum Eingemachten. Jetzt schauen wir mal hinter die Kulissen, was da abgeht. Es gibt einen Bevölkerungsaustausch, der da heißt, eingeborene Deutsche gegen angeblich Schutzsuchende aus Syrien. Dieser Bevölkerungsaustausch wird von wem vorangetrieben? Von der Bundesregierung. Lasst euch das auch auf der Zunge zergehen.
Und die Bundesregierung deklariert das als sogenannten, in Anführungszeichen, Familiennachzug. Es werden massenhaft Einreisevisa in den Botschaften im Nahen Osten ausgestellt. Und wer es nicht glaubt, der geht bitte aufs Amt und holt sich morgen, nee, morgen ist Sonntag, übermorgen am Montag, eine Broschüre, dass die Bundesregierung dafür Werbung macht. Ah, stimmt, in 3 Tagen. Schau, ich arbeite halt auch am Montag, deswegen habe ich es nicht gewusst, ne? Sorry. So, und was macht die Bundesregierung damit? Die Bundesregierung macht Folgendes. Und die Einheitsparteien, die anderen, die nicht in der Regierung sitzen, machen ja fleißig mit. Gibt es ja keine Opposition momentan dagegen. Die erfüllen einen Auftrag mit diesem Bevölkerungsaustausch mehrheitlich von 2 Organisationen. Das eine ist die OIC, das ist die Organisation für die islamische Zusammenarbeit. Und das andere ist die UN, das sind die Vereinten Nationen. Wenn ihr mir es nicht glaubt, geht auf die Internetseiten dieser 2 Organisationen. Da könnt ihr in englischer Sprache, weil es leider nur auf Englisch dort publiziert wird, da könnt ihr in Englisch die Originalquelle nachlesen, dass jedes Jahr ca. 1,5 Millionen muslimische Zuwanderer bewusst gesteuert gebracht werden nach Zentraleuropa. Leute, lest diese unglaublichen Quellen im Original, und wenn ihr das gemacht habt, dann kann ich euch versichern, dann könnt ihr gar nicht mehr so viel fressen, wie ihr dann kotzen wollt, wenn ihr seht, wie wir zum Abschuss freigegeben sind von den eigenen Politikern. Und jetzt geht's wirklich hier ins Eingemachte, Leute. Gut zuhören. Nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist der Träger unseres Staates, ist der Souverän unseres Staates. Wie in Bayern sagt, das sind wir. Wir, die Bürger. Und wenn wir, die Träger des Staates, von den eigenen Politikern ausgetauscht werden, dann ist es der größte Bruch des Grundgesetzes, der überhaupt vorstellbar ist. Und jetzt möchte ich Dr. Alexander Gauland zitieren, unseren stellvertretenden AfD-Bundesvorsitzenden, mit dem ich mich regelmäßig austausche und berate, der völlig zu Recht gesagt hat, es gibt eine einzige rote Linie für unsere Handlungen, die ist das Grundgesetz. Diese rote Linie darf nie überschritten werden. Ja, so ist es. Wir, die Alternative für Deutschland, wir sind die letzte Partei, die in diesem Staat noch auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Und durch den nachgewiesenermaßen betriebenen Bevölkerungsaustausch, durch die nachgewiesenermaßen Abschaffung von uns Bürgern, dem Souverän der Bundesrepublik Deutschland, haben alle Politiker der CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke, Einheitspartei den Boden des Grundgesetzes schon lange verlassen. Und natürlich, so, jetzt kam da hinten kam gerade, ich höre es, die Losung Widerstand. Da möchte ich auch eine ganz klare Aussage hier machen. Ein Widerstand ist nur auf demokratischem Boden erlaubt. Wir sind einzig und allein in der Lage, mit demokratischen Methoden Widerstand zu leisten. Aber auch das steht ja im Grundgesetz so drinnen. Nach dem Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4 liegt es an uns Bürgern, die grundgesetzliche Ordnung zu verteidigen und wiederherzustellen, wenn sie verloren gegangen ist. Und dass sie schon verloren gegangen ist, das haben wir gerade schon festgestellt. Und wer es immer noch nicht glaubt, dem sage ich jetzt, lest doch einmal, was der Bundespräsident Gustav Heinemann, der 1969 bis 1974 im Amt war, was der uns allen ins Stammbuch geschrieben hat. Der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass sie ihre demokratischen Rechte missachtet. Genau das tun wir. Wir handeln im Auftrag des verstorbenen Bundespräsidenten, weil der aktuelle Bundespräsident ja das Gegenteil betreibt. Und jetzt möchte ich einfach nochmal, ich kann es nicht lassen, dem Herrn Dr. Peter Ramsauer zum Abschied sagen, sorry,
so fordernd, wie die Migranten gegenüber uns auftreten, wie sie Essensspenden verächtlich auf den Boden schmeißen und so, wo ihre Clique der Berufspolitiker das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland schon lange abgeschafft hat. Sorry, Herr Dr. Ramsauer, so sind's wirklich keiner von uns. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Durchhalten, obwohl für euch ist im Schatten etwas leichter als für mich. Jetzt habe ich nur noch eine Frage, die offen ist. Sorry, ich muss mal, weil ich schwitze, ein bisschen was abwischen. Eine Frage ist noch offen. Wer profitiert denn vom sich abzeichnenden Bürgerkrieg innerhalb Deutschlands und Europas? Ich erinnere dran. Dem Bürgerkrieg sagt immerhin der amerikanische Geheimdienst voraus, der wahrscheinlich am besten informiert ist von uns allen. Von diesem Bürgerkrieg werden mit Sicherheit nicht wir Bürger profitieren. Und die Wirtschaft wird auch nicht profitieren. Wir haben ja festgestellt, dass die Wirtschaft friedliche Rahmenbedingungen benötigt, um Gewinne zu erzielen und damit Wohlstand zu schaffen. Und wir wissen inzwischen auch, dass nur 10% der Migranten, die in unser Land kommen, überhaupt die notwendigen Qualifikationen mitbringen, um in unserer Leistungsgesellschaft, um in unserer Wirtschaftsstruktur überhaupt Leistung erbringen zu können. Das ist immerhin eine eigene Quelle der Bundesregierung, die das sogar gezwungen war, irgendwann mal zuzugeben. Ja? Und dann könnt ihr euch vorstellen, an wem es dann wieder hängen bleiben wird, die anderen 90% bis an ihr Lebensende durchzufüttern, die mir hier reinholen, weil sie nicht in der Lage sind, sich zu beteiligen an der Wertschöpfung, selbst wenn sie es vielleicht wollen. Das ist wieder wer? Wir depperten Bürger alle zusammen und unsere mittelständische Wirtschaft, die es auch wieder ausbaden muss. Unser bayerischer Landesvorsitzender der Alternative für Deutschland, Herr Peter Bistron, mit dem ich kürzlich noch telefoniert habe und von dem ich Sie auch sehr herzlich grüßen soll, der hat eine bemerkenswerte Einsicht publiziert, zu der inzwischen sogar 3/4 aller deutschen Topmanager gekommen sind. 3/4 aller deutschen Topmanager sind genau die, die vor einem Jahr noch da standen, hey, Refugees welcome, wir schaffen das. Frau Merkel ist eine tolle Kanzlerin, ja? Ist sie nicht, wurde ja behauptet. Ja? Die genau die gleichen 3/4, die das vor einem Jahr von sich behauptet haben, sagen heute, dass Deutschland einen erneuten Flüchtlingszustrom weder gesellschaftlich noch wirtschaftlich bewältigen kann. Also hier aus berufenem Munde, wir schaffen das nicht. Ja, und die Frage ist ja immer noch offen. Wir rasen dadurch mit 7-Meilen-Stiefeln dem Bürgerkrieg entgegen. Aber wer sich natürlich nur aus unseren gelenkten westlichen Staatsmedien informiert oder, muss man ehrlicherweise sagen, desinformieren lässt, der kriegt natürlich nicht mit, wer ein Interesse daran hat. Zum Glück gibt es inzwischen tausende von alternativen Medien, im Internet, aber auch in gedruckter Form, auf denen wir Bürger uns selbst informieren können. Und jetzt bringe ich euch mal eine beinharte Zusammenfassung über viele tausende alternative Medien, weil die Verdächtigen, die dahinter stehen, sind immer die gleichen. 737 Konzerne, vorwiegend der US-Finanzindustrie, beherrschen 80% der weltweiten Wertschöpfung. Gut mitdenken. Das heißt, 737 Konzernlenker können zu 80% bestimmen, was 7 Milliarden Menschen, Erdbevölkerung, herstellen, kaufen und konsumieren sollen. Und weil dann wieder irgendeine um die Ecke kommt und sagt, Verschwörungstheorie, ich bin Diplom-Volkswirt. Das ist knallharte Verschwörungspraxis. Diese 737 Konzerne, die 80% der weltweiten Wertschöpfung kontrollieren, ist eine zu 100% volkswirtschaftlich fundierte und nachgewiesene Zahl. Und dieser geballten Macht der Konzerne, ist doch klar, haben die Politiker der einzelnen Länder nichts, aber auch gar nichts entgegenzusetzen.
verschuldet wie unsere Demokratien sind, hängen alle unsere Politiker am Tropf dieser Finanzinstitutionen. Sie brauchen dringend deren Kredite weiterhin, um sich weiter an der Macht halten zu können. Darum geht es. Wie immer nur, wenn von Moral gesäuselt wird, geht es immer nur um zwei Dinge. Um Macht und um Geld. Und wenn man dann sieht, dass unsere sogenannten Politikerinnen und Politiker, von wem sie wirklich abhängig sind, von ihren Kreditgebern, von uns sind sie nicht abhängig. Wir sehen ja, oder wir haben gerade schon analysiert, dass wir ja ausgetauscht werden können. Mal vorstellen, wir, die Menschen, können ausgetauscht werden. Nochmal, wir, die Menschen, können ausgetauscht werden, damit das Kapital an Ort und Stelle bleibt. Sorry, das ist eine völlig kranke Wirtschaftsordnung, in der wir leben. Die hat auch nichts mit einer Marktwirtschaft zu tun. Das ist weltweiter Sozialismus. Das ist das Gegenteil von Marktwirtschaft und von sozialem Engagement und Gewissen. Und wenn man diese Machtverhältnisse einmal richtig analysiert hat, dann ist doch klar, wem unsere Politiker dienen, ihren wahren Herren von der Finanzindustrie und nicht uns, den Bürgern. Und was passiert jetzt? Jetzt wird es ganz interessant, um uns mundtot zu machen, um uns Bürger daran zu hindern, diese schrecklichen Wahrheiten auszusprechen, um uns Bürger daran zu hindern, die verloren gegangene Demokratie wiederherzustellen, um uns Bürger daran zu hindern, das Grundgesetz wieder in Gang zu setzen. Was passiert? Genau diese Politiker, die antidemokratische nicht sein können, sie agieren mit Methoden uns gegenüber, die wir bisher nur aus zwei Diktaturen auf deutschem Boden kennengelernt haben. Aufrechte Bürger werden eingeschüchtert, es droht Arbeitsplatzverlust, in den Behörden droht Karriereende, missliebige Meinungen werden zensiert, Telefongespräche werden abgehört, wie beim Honecker früher, und Presse und Justiz unterliegen einer schleichenden Vereinnahmung durch diese Leute. In einem Wort, wir haben es zu tun mit einer faktischen Abschaffung unserer grundgesetzlich verbrieften Rechte. Jetzt habt ihr so lange durchgehalten. Darf ich noch 5 Minuten zum Ende kommen? Ist es noch okay? Okay, danke schön. So, wo liegt es das Ziel der Finanzindustrie an diesem gesellschaftlichen Chaos, dem wir entgegenströmen durch die unkontrollierte Einwanderung? Das eigentliche Ziel scheint folgendes zu sein. Erst wenn es keine gesellschaftlichen Einheiten mehr gibt, die ein eigenes Bewusstsein haben, das ist der springende Punkt. Erst wenn es keine gesellschaftlichen Einheiten mehr gibt, die ein eigenes Bewusstsein haben, erst dann können 7 Milliarden Menschen Erdbevölkerung endgültig zu Arbeits- und Konsumsklaven abgerichtet werden, die dann von ganz wenig 1000 Konzernlenkern wirtschaftlich ausgebeutet und politisch manipuliert werden können. Und wenn wir zweite logisch denken, wer ist es denn? Welche gesellschaftlichen Organisationen haben noch ein gesellschaftliches Bewusstsein? Welche gesellschaftlichen Organisationen stehen dieser Gleichschaltung der Welt im Weg? Dann sind es 3. Und dann ist auch klar, warum gerade auf diese 3 gesellschaftlichen Organisationen weltweit aus allen Kanonen geschossen wird. Die erste Organisation, liebe Katrin Ebner-Steiner, das ist die Familie. Das sind deine Schutzbefohlenen. Die zweite gesellschaftliche Organisation, der es gerade an den Kragen geht, das sind die Nationen. Das sind die Nationalstaaten. Und die 3. Organisation, die noch ein eigenes Bewusstsein hat, das sind meine Schutzbefohlenen, das sind die mittelständischen Unternehmen. Und wie läuft das? Zu 1 Familie. Die Familie wird zerstört durch brutales Umsetzen der Gender-Ideologie, indem Kinder gegen ihre Eltern aufgehetzt werden. Besonders perfide ist, dass, auch jetzt wieder ganz gut zuhören, diejenigen, die da mir die Hälfte vom Satz auf YouTube wegschneiden werden, ich habe nichts gegen eine Gleichstellung von Lesben und Schwulen. Ich bin für die Gleichstellung von Lesben und Schwulen, weil es für mich die gleichen Brüder und Schwestern sind wie wir auch. Was aber betrieben wird, ist etwas völlig anderes. Die Höherstellung und die Besserstellung
der Lesben und Schwulen unter Zerstörung der Familie. Und das ist nicht richtig. Und die zweite Organisation, die gerade geschleift wird, das sind wir, die Nationalstaaten, in denen die Bevölkerungen ausgetauscht werden. Auch dazu gibt es ganz interessante wissenschaftliche Studien. Wenn das so weitergeht, dass Leute ins Land kommen mit sehr niedrigem Bildungsstandard und Leute weiter ins Land strömen, die unser Land nach ihren Maßstäben neu ausrichten wollen, wird Folgendes herauskommen. Es wird herauskommen, eine arabisch-europäische Mischbevölkerung auf dem Territorium Europas mit einem niedrigen Bildungsstand und ohne Traditionen. Und das sag auch wieder nicht ich, das sagt der frühere tschechische Staatspräsident Václav Klaus. Und Václav Klaus, einer der größten Verteidiger von Demokratie und Menschenrechten, ein Mensch, mit dem ich seit 20 Jahren im persönlichen Kontakt stehe, ein Mensch, dessen großer Fan ich bin, mit einer Ausnahme bei den Sudetendeutschen verhält er sich falsch. Das muss man auch mal klar dazu sagen. Aber sonst ist der Václav Klaus für mich eine Leuchtturmfigur für Demokratie, Menschenrechte. Und der sagt ganz klar, und wenn dann diese arabisch-europäische Mischbevölkerung auf unserem Territorium eingetreten ist, dann haben wir eine seelenlose Masse, die manipulierbar sein wird. Das ist wieder das Ziel der 737 Konzernlenker. Und dieses Ziel setzen die beinhart durch, auch um den Preis eines großen europäischen Bürgerkrieges. Denen ist doch wurscht, wie viele Menschen verrecken. Hauptsache, sie steigern weiter ihre Konzerngewinne. Und jetzt, lieber Hartmut Kiesel, nur für dich, aber es ist eh unsere gemeinsame Überzeugung. Was läuft parallel zur Zerstörung der Nationalstaaten? Parallel läuft die Zerstörung des Rechtsstaates. Uns schmackhaft gemacht unter der falschen Losung als angeblicher Freihandel. Ja, was ist denn diese ganze Freihandelsgeschichte? Da geht's gar nicht um Freihandel, den haben wir doch schon. Sondern an die Stelle des Rechtsstaates, an die Stelle rechtsstaatlich verfasster Gerichte, an die Stelle der Berechenbarkeit einer demokratischen Rechtsordnung treten internationale Scheingerichte, in der Kläger und Richter dieselben sind, die sich die Urteile immer so hinbiegen können, wie sie es gerade brauchen. Und das sind wieder die Vertreter der üblich Verdächtigen der meist angloamerikanischen Finanzkonzerne. Und die hier angewandten Instrumente, mit denen man uns für dumm verkauft, in die Rechtlosigkeit treibt und ausbeutet, das ist was, lieber Hartmut, das ist CETA, das ist TTIP, das ist TISA und mit diesen ganzen anderen Folterinstrumente doch noch heißen. Gibt es noch mehrere davon? Und jetzt sind wir bei der dritten Gruppe, die über ein eigenes Bewusstsein verfügt, die zerstört werden muss, damit die Gleichschaltung der Welt funktioniert. Das ist wer? Das sind meine, die mir eng ans Herz gewachsenen Schutzbefohlenen. Das sind die unternehmergeführten mittelständischen Betriebe. Ist doch klar, mittelständische Unternehmen sind in der Regel schneller, kundenorientierter, flexibler und damit wirtschaftlich viel erfolgreicher als schwerfällig agierende Konzerne. So. Und das heißt, dass der Mittelstand im Endeffekt wächst. Das ist gefährlich für die unumschränkte Konzernmacht auf dieser Welt. Also müssen die mittelständischen Firmen auch über den Jordan oder über die Wupper gebracht werden, oder wie man das auch immer hier nennen will. Und da gibt es zwei Methoden, wie sie momentan leider sehr erfolgreich funktionieren. Das eine ist das Lobbyieren mittelstandsfeindlicher Gesetze durch abhängige Politiker. Das wird ja schon seit Jahrzehnten ist das perfektioniert über die europäische Nichtrechtsgesetzgebung, über die europäische Unrechtsgesetzgebung, hinter der diese Konzerninteressen stecken, den Mittelstand mit noch mehr Bürokratie, mit noch mehr Schwierigkeiten bei der Finanzierung zu überlasten, bis irgendwann der Mittelstand mal die Grätsche macht und nimmer da ist, um diesen Konzernen weiterhin Konkurrenz machen zu können. Und zwar positive Konkurrenz zum Nutzen von uns Konsumenten. Ich glaube, solange wir Mittelständler haben, zwischen denen wir auswählen können, dann kriegen wir immer noch ein gutes Produkt zum vernünftigen Preis. Wenn es nur noch einen Konzern gibt oder eine Absprache einer Konzerngruppe, die dann den Preis hochschraubt und die Qualität nach unten, ich glaube, dann geht es uns allen schlecht auf dieser Welt. So,
So, und das Zweite, was Sie machen bei der Zerstörung des Mittelstandes, auch das läuft momentan sehr clever und erfolgreich leider. Viele Mittelständler haben keine Nachfolger mehr. Die verkaufen ihre Unternehmen. Sie sind gezwungen, ihre Unternehmen zu verkaufen. Die werden aufgekauft von Finanzierungsgesellschaften, hinter denen dann wieder diese Verdächtigen stecken. Und was machen die dann, wenn der Mittelständler gekauft ist? Sie saugen das Know-how ab und gliedern die Resthülle in ihre Konzernstruktur ein. Und weil ich mich als Bundesvorsitzender des AfD Mittelstandsforums besonders für meine mittelständischen Unternehmer, Freiberufler und Landwirte verantwortlich fühle, tut mir leid, dass ich jetzt sehr lange ausgeholt habe bei der Schilderung der Zusammenhänge, aber ich denke, das war jetzt wichtig. Es war jetzt einfach mal wichtig, diese ganze Komplexität des Irrsinns, diese ganze Komplexität der hammerharten Absichten, die man uns gegenüber hat, einfach mal zu erklären, weil wir müssen wissen, wer Ross und Reiter sind. Die haben wir jetzt endlich mal benannt. Und jetzt damit, wenn wir Ross und Reiter kennen, können wir als Familien, als Nationen und als Mittelstand uns endlich Gegenstrategien überlegen, dass wir es eben schaffen, dass wir überlegen, dass wir nicht abgeschafft werden von denen. Und insofern ist meine dritte Kernbotschaft, jetzt bin ich wirklich schon am Ende, ich habe immer überzogen, die dritte Kernbotschaft heute lautet: Keine Gruppe schafft es alleine. Die Familien schaffen es nicht alleine. Die Nationen schaffen es nicht alleine. Der Mittelstand schafft es auch nicht alleine. Die Arbeiter schaffen es nicht alleine. Vor allem die armen, ausgedrückten kleinen Leute schaffen es nicht alleine. Auch die mittelständischen Unternehmer schaffen es nicht alleine. Aber gemeinsam sind wir stark. Wenn wir zusammenhalten, alle die, die ich jetzt genannt habe, dann wird die Gleichschaltung der Welt nicht funktionieren. Dann werden wir das überleben. Und nur die Alternative für Deutschland, vereint als Plattform, einerseits den Schutz unserer Unternehmen und andererseits den Schutz unserer Arbeiter, Angestellten, Landwirte und Bauern. Und dafür lasst uns gemeinsam kämpfen. Und ich möchte mich auch explizit an unsere russlanddeutschen Mitbürger wenden, jetzt in meinem letzten Satz, weil ich weiß, es gibt sehr viele von euch in Traunreuth. Ihr habt vorgelebt, wie eine richtige Integration funktioniert. Ihr seid doch die letzten Verteidiger Deutschlands. Ich bin stolz auf euch. Спасибо вам, дорогие друзья. Und noch einmal, liebe Bayern, herzlichen Dank, dass ihr uns unterstützt in unserem gemeinsamen Kampf. Und auch herzlichen Dank an die Traunreuther für die gewährte Gastfreundschaft. Herzlichen Dank an alle Freunde hier von der AfD und an unseren lieben Oliver Kroglot. Komm rauf, hast nächtelang nicht geschlafen, um das zu organisieren. Und auch herzlichen Dank an die Polizei, dass wir in Ruhe unser demokratisches Demonstrationsrecht ausüben konnten. Herzlichen Dank, ich kann nur sagen an euch alle, dreimal, viermal, zehnmal, danke, danke euch. Dankeschön.